Mein Nachbar hecht zum Kotzen. Kenn ich. Ich kriege einen Bären aus Fell, er muss einen Bären aus Fell kriegen. Ich kriege eine Dose Fleisch, er muss eine Dose Fleisch kriegen. Ich kriege eine N90-Technologie, er kann sie sich nicht leisten. Toller Erfolg! Fuck hier! Kommunismus, und trotzdem hat er eine mehr als der andere. In your face! Ah, das macht einfach zu viel Spaß. Nagelkanone, weiß ja nicht. Ui, jede Menge. Oh. 10. Bringt's. Bringt's. Und das hier? Oh nein, dann fahren wir los. Ah. Nehmen wir schön ein bisschen Muni. Oh, Mann. Wir laden erstmal ein bisschen nach. Der Ansturm hier ist schon heftig. Was gibt's hier oben noch? Noch ein bisschen geiles Zeug. Und natürlich gibt es geiles Zeug. Richtig schön viel E99. Ach, das zerstört sich dauernd, ne? Boah. Nicht so harsch, Leute. Ich wollte doch auch noch ein bisschen was von dem Spaß hier haben. Na gut, dann. Da ist ja noch was. Hab ich ja ganz übersehen. Na, Medikit-Kiste. Brauchen wir zwar nicht wirklich, aber. Da können wir nur 8 aufnehmen. Was soll's? Auf in die Schlacht! Zieh den Hebel, General! Oh Mann. Oh crap. Nicht gut. Ich auch perfekt gezielt. Also ich muss mal sagen, nicht nur, dass diese Dinger einfach extrem schwach sind. Was war das denn für eine schwachsinnige Rakete? Diese anderen Mistviecher sind einfach extrem overpowered. Die schießen Laserstrahlen und brauchen 2-3 Schüsse mit einem Raketenwerfer, um die platt zu kriegen. Das kann doch nicht sein. Was soll das denn? Ich meine, wenn ich sogar. Also, wenn ich. Hätte ich vielleicht mal warten sollen. So, schon besser. Und wenn ich 1-2 Hits mit dem Raketenwerfer brauche, ist das schon ziemlich überpowered. Zum Glück gilt das ja nicht für diese Noobs da. Schon. Du willst doch gar nicht auf mich schießen. Genau. Ich fahre hier nur locker flockig in die Montagehalle. Pack mal meine Shotgun aus, weil ich's kann. Autsch. Was soll das denn? Wo kommt das denn noch her? Hier in den reinschießen. Ich sehe ja nicht mehr das, ich sehe nicht mehr das Ende des verdammten Tunnels. Das war mal dicht. Sicher. Holz reparieren. Sie müssten innerhalb der Anlage sein. Hier wurde so viel E99 verarbeitet, dass von selbst Zeitrisse entstehen. Oh, crap. Finden Sie einen Riss. Kehren Sie so schnell es geht nach 1955 zurück. Finden Sie den Riss zum Kocher 1955. Oh, das war nicht gut. Ich habe auch schon ewig nichts mehr gesehen, das auf der. In der Zeitung stand, ne? Was? In der Zeitung? Ich meine an der Wand. So Wandmitteilungen von wegen trauen sie mir nicht und so weiter. Das ist verwunderlich. Oh, scheiße. Stanley! Lang nicht gesehen, Keule! Wow, bist du schnell. Mann, du hässliche Keule, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr hier gesehen. Mann, hab dich gar nicht vermisst. Scheiße. Leg dich mal lieber hin, Kumpel. Ruh dich aus. Ich regel das schon. Wir sind ganz schön grün geworden im Gegensatz zum Anfang. Ich glaube, da waren die etwas pinker. Bisschen rosiger im Gesicht. Da ging's denen noch gut. Bevor ich hier aufgeräumt habe.
So, Freunde hier, 1955 will ich haben. Mit Bewegungsmelder die Tür. Na, so will ich's haben. Wow, Scheiße. Sie sind weit genug drin. Sie müssten bereits einen Riss sehen. Aktivierungscode zum Aufladen der E99-Bombe. Benutzen Sie ihn, um den Aktivierungscode zum Laden der E99-Bombe zu finden. Dr. Petrov bewahrt ihn in seinem Büro auf. Sie muss erst aufgeladen werden? Ich wünschte, es gäbe einen einfacheren Weg, Captain. Was sind... Oh cool, und dann muss ich noch zur Singularität kommen. Hui. Ja, warum machst du es mir nicht noch einfacher? Ich muss ehrlich mal sagen, dieses Bauwerk hier ist schon beeindruckend. So weite und kuppelförmig, das ist schon ein architektonisches... Ein Hauptschrott, aber es ist immer noch ein architektonisches Meisterwerk. Ich sehe schon das Böse. Ich hätte schon gerne mal einen Zeitriss irgendwo gesehen. Also zumindest haben sie uns schon mal die schöne Anlage gezeigt. So, also müssen wir jetzt durch einen Zeitriss. Aber was heißt denn hier Kocher? Was haben die denn... Was heißt denn Kocher? Was haben die denn hier überhaupt für eine Scheiße gemacht? Oh, da ist es ja. Da ist er ja auch schon. Der Time Rift und so. Wo geht's denn hier hin? Ah! Soweit. Danke. Bumm. Ab geht's. In 1955. Wow. Wahnsinn, Alter. Jedwedes Personal? Oh, Scheiße. Das ist wunderschön. Begeben Sie sich zu den zugewiesenen Sicherheitsbereichen. Wie auch immer. I don't care. I don't give a shit. Jegliches Personal hat den Bereich augenblicklich zu räumen. Wieso? Was soll denn sonst passieren? Werde ich dann auch zum Stanley und ultra hässlich? Jeder ohne Schutzausrüstung sollte diese Zone verlassen. Ja, sag's noch tausendmal bitte. Jetzt? Ja, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall geil. Vielleicht hätte ich doch nochmal nachgucken sollen beim, was hinter mir war. Was ist das denn? Reagenzglasständer? Oh, eine Bioformel. Schmiede erhöht die Anzahl von ZMG-Ausrüstungsplätzen. Das ist gut, glaube ich. Notizen. Der Kocher, was für eine primitive Bezeichnung für sein unglaubliches Gerät. Es war schwierig, die E99 Isotope zu isolieren, aber die Mühe hat sich gelohnt. Es ist, als hätte jeden Tag jemand anders einen neuen Verwendungszweck dafür. Viele davon scheitern, einige so fürchterlich, dass Moskau nie davon erfahren wird. Stanley. Aber das ist besser so, dort kann keiner nun annähernd verstehen, was wir hier machen. Notiz. Dr. Barisov fragen, ob er bei seinem Experiment immer noch Probleme mit dem elektromagnetischen Messwerten hat. Ich verstehe nur nicht, wie er so hohe Werte ohne etwas so Großes wie den Kocher kriegen kann. Das Bernstein oder sowas? Was haben wir denn... Oh, das wollte ich gar nicht. Was haben wir denn Jonas? Wir haben hier einen... Also nennt mich ein Spinner, aber ich mir fast sicher, dass das die... Das müsste Koffein sein. Wahrscheinlich. Mal gucken. Vielleicht. Ihr werdet dann wissen, ob es das ist. Ich spritze daneben. So. Was macht das hier? Öffnet mir noch einen Fahrstuhl, dass ich wieder... Was ist das denn für ein... Boah, die scheißen da in so ein Loch rein. Ist ja widerlich. Kann ich hier dran ziehen? Ja! Die Kontaminationsdusche.
Drei Sprühe kommen raus. Bringt's. Total. Ja, ich muss leider sagen, ich habe hier diese epische Musik und aller Spion und haben eigentlich total den Druck und so, aber das sehe ich noch nicht. Wir haben ja auch nichts, das so stealth-mäßig ist. Wir können die einfach nur über den Haufen ballern. Aber ansonsten ist da ja alles soweit. Oh oh. Ist ja alles in Ordnung. Core-Testing. Ja, wir müssen ja auf jeden Fall so Petrovs Labor finden für die Aktivierungscodes. Oh. Oh Gott, Sie sind es, der Mann, der Dr. Demichev töten wollte. Er sagte, Sie würden wiederkommen. Sicherheit, der Attentäter ist in meinem Labor. Oh, das ist ein Labor, alles klar. Scheiße, wo sind die Cards, die Cards, die Cards? Crap. Ja, quetschen wir einfach ein bisschen aus. Schluck das! Oh, Kacke. Ganz was. Sich in Ruhe. Ja, ich weiß schon, warum ich die Automatikkanone besser finde. Weil sie besser ist. Verdammt. Ja, ja, wie bin ich nur hierher gekommen? Wer weiß das schon so genau? Ist das hier nicht so ein Galvanisierungsbar? Lesen wir gleich mal etwas. Es ist noch nicht Zeit. Oh, zerschnittern die. Nice. Ja, komm. Ist gut. Minigun! Ja, komm, bleib liegen, Kumpel. Es hat doch überhaupt keinen Sinn, sich dagegen zu wehren. Es ist unausweichlich. Es ist unvermeidlich. Was haben wir denn hier? Coolant Auxiliary. Oh, achso, Kühlwasser. Naja, geht auch. Was haben wir hier? Oh, unendliche Energie. Wen interessiert's? Da sieht's. Zahlreiche Mitarbeiter berichten von Schwindel und Kopfschmerzen nach der Arbeit mit E99-Proben. Beim Umgang mit Uran gab es nie Meldungen über solche Probleme. Ja, keiner hat lange genug überlebt, um davon berichten zu können. Aber die E99-Isotope sind anders als alles, womit wir hier gearbeitet haben. Deswegen sind die auch so toll, Dr. Petrov. Was ist das denn eigentlich? Au, au, au. Ja, denke ich nächstes Mal lieber dran. Kannst. Uiuiui. Ah, endlich. Mutantengras oder sowas ist das hier. Habe ich schon die ganze Zeit gefragt, warum das so orange leuchtet und mich so komisch. Die Mutationen ergeben keinen Sinn. Das E99 ist ein Teil der Gleichung, aber etwas anderes ist der Katalysator. Verdammt, uns läuft die Zeit davon. Dr. Demichev ist jede Ausrede recht, um das zu beenden, was er für banale Forschung hat. Dr. Peter. Also gut, gucken wir weiter. Weitere Notizen. Und mehr E99, das hier überall einfach so rumliegt, weil das ja praktisch keiner braucht, obwohl das das seltenste Mineral ist, das sie je gesehen haben. Und das coolste, was sie jemals gesehen haben. Los geht's. Hey gut, wir sollten den Dr. Petrov gefangen nehmen, ausquetschen. Nach den E99 Aktivierungscodes. Sicher, Kumpel. Ja, genau das mache ich einfach. Zielgenau, hat Range. So muss das sein. Ordentlich Schaden. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Obwohl mich die ganzen Dinger hier, also so gerade dieses runde Set und erinnert mich schon etwas an Captain America. Also Captain America 1. Zweiten habe ich noch gar nicht gesehen.
drüber gehört, der soll ganz okay sein. Müsste ganz okay sein. Ah, da gibt es ja also gar nichts.